Jo, liebe Leute, was geht da draußen? Onkel Zocke hier am Start. Ich zeige euch heute einen neuen RP-Glitch. Ist nicht der beste, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde eine Schulnote zwischen 4 und 5 geben, aber egal, es hat etwas Spaß gemacht. Und ihr geht als erstes auf Online-Jobs. Den Download-Link findet ihr in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr das Ding euch herunterladen. Einfach das Video befolgen und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen hoch hinterlasst, falls euch das Video gefallen hat. Und einfach die Mission wählen. Wie gesehen, muss man auch ehrlich sagen, die Wertung ist nicht ganz so gut, aber das werdet ihr selber später testen und selber sehen, warum und weshalb. Und dann ladet ihr als nächstes einen Kumpel, einen weiteren Mitspieler. Ihr könnt das bis zu 8 Spieler mitspielen, beziehungsweise mitspielen können etwa 8 Spieler hier in diesem Spiel. Und ja, falls dir das gefallen hat, einfach mal einen Daumen hoch hinterlassen, ich würde mich sehr freuen. Und hinterlasst bitte einen Kommentar da, wenn ihr es, ja, egal, ist auch egal. So, machen wir jetzt mal einfach mal weiter. Und eure Mission ist, ich gebe euch einen Tipp, auf jeden Fall, haut erstmal ab. Ich schaffe das, glaube ich, jetzt nicht in diesem Video, die werden mich trotzdem töten. Aber versucht hier erstmal zu fliehen, weil ihr habt erstmal keine Chance, ne. Also doch, ich habe jetzt geschafft, aber haut ab. Ja, jetzt töten die mich wahrscheinlich, ne. Naja, ich habe es geschafft, aber... Wie gesagt, bleibt da nicht lange, lasst eure Power aufladen und dann geht's weiter. Und tötet die, ihr kriegt pro erledigte Person 25 RP. Ich lasse das jetzt mal in Ego-Perspektive kurz laufen. So, da läuft mein Mitspieler, mein Bro. Und ja, und dann geht's einfach weiter. Wenn ihr die Leute erledigt habt, könnt ihr hier die Säcke einsammeln, kriegt ihr etwa 25 RP pro Sack. Da könnt ihr ausrechnen, etwa 8 bis 10 Säcke sind das, sind dann auch 250. Am Ende kriegt ihr auch noch RP und Geld. Hier habe ich am Ende irgendwie knapp 2.000 oder 3.000 Dollar verdient, ist nicht so viel. Und in dem zweiten Durchgang habe ich das halt dann so gemacht, wieder gespielt und da habe ich 5.000 Dollar bekommen. Irgendwie ist es unterschiedlich, aber ist ja auch egal. Wie gesagt, euer Mitspieler kann auch RP sammeln und dann geht es halt weiter. Und dann läuft ihr einfach auf die blaue Markierung gleich drauf. Die seht ihr vorne, da laufe ich gleich hin. Und ich knall, glaube ich, den ab, oder? Nee, die Säcke kann ich gerade nicht einsammeln. Aber wie gesagt, die sammelt ihr ein und dann geht's auch weiter. Und dann geht ihr einfach auf die blaue Markierung. Dann ist die Mission schon erledigt. Und dann kriegt ihr zusätzlich noch RP und Geld. Und in der zweiten Vision habe ich erneut gezockt. Und da werdet ihr sehen, da habe ich 5.000 Dollar bekommen. Hier habe ich nur 2.860 Dollar bekommen. Und das werdet ihr hier schön sehen. Und ihr könnt auch natürlich diesen Hubschrauber ergattern und die Menschen erledigen. Aber ich muss es von vornherein sagen, es ist echt schwer, weil die Typen erledigen euch meistens zuvor. Aber ich hatte echt Glück, dass ich diesen Hubschrauber mal heute benutzen konnte, ausnutzen konnte. Ja, okay, ich bedanke mich herzlich und ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Euer Onkel Zocke bedankt sich herzlich.